Jeden Tag kommen tausende Ukrainerinnen in Deutschland an. Die meisten in Berlin. Die meisten Helferinnen sind ehrenamtlich und die kommen schon jetzt an ihre Grenzen. Das ist, das ist noch ein Ameisenhaufen. So, ne? Das Ganze müsste schon in professionelle Hände kommen. Viele Fragen offen. I'm gonna figure out about the documents and I wanna go to work. Like I'm a tattoo artist or like an artist or I will try to find a job. Do we have some opportunity to take kinders to kindergarten or something? Eine richtig gute Antwort hat die Politik bislang noch nicht. Wie will die Bundesregierung die Geflüchteten unterbringen und in Deutschland verteilen? Berlin Hauptbahnhof. Ein Zug aus Warschau kommt an. Geflüchtete aus der Ukraine. Wie viele? Wo unterbringen? Im Bahnhof wollen Freiwillige helfen. Auch Anne will jemanden bei sich aufnehmen. Spricht die Mutter mit den zwei Mädchen auch Englisch oder nur? Sie sprechen auch Englisch. Okay. Und Ukrainisch. Sehr gut. Genau. Danke für eure Bereitschaft. Sie wollen jemanden aufnehmen? Ja, warum richtig. Denn? Warum? Ist eine schreckliche Situation einfach. Und ich finde es einfach sehr sinnvoll. Es ist das Sinnvollste, was man eigentlich machen kann, in so einer Situation jemanden aufzunehmen. Helferin Anne will eine Mutter mit zwei Kindern aufnehmen. Bevor sie kennenlernt, wollen die Vermittler wissen, ob es passt. Doch so wirklich viel Zeit bleibt dafür nicht. Also, wie lange ist das hin? Der lebhafte Kinder ist es für euch in Ordnung, wenn sie toben und herumlaufen? Das hat ja, die Mutter wir gesagt. Wir haben selber zwei sehr lebhafte Kinder. Die Kinder von uns, die sind 2 und 6. Ich weiß nicht, wie alt die Kinder sind. Wir haben auch noch Spielsachen und Kleidung da. Das Zimmer, wo sie auch die Tür zu machen können. Ja, okay, also sogar zwei. Eigentlich. Perfekt, dann machen wir das. Es geht los. Die Vermittlung hier am Berliner Hauptbahnhof ist an diesem Freitag zum großen Teil noch von Hilfsorganisationen und Freiwilligen organisiert. Anne hat gerade sogar 2 freie Zimmer für die Frau aus der Ukraine. Aber es muss auch menschlich passen. Sie trifft jetzt das erste Mal auf Jelena aus Odessa. Und es geht direkt ums Wesentliche. Do we have some opportunity to take kinders to kindergarten or something? I have to clarify, but I have a very good contact because I'm it's called in German it's called Elternsprecher, you know. So I know the kindergarten very well and I can ask. Because I have an online job, so I have to work. Seit 3 Tagen ist Jelena mit ihren Töchtern unterwegs. Auch weil sie eigentlich in eine andere Stadt als Berlin wollte. I wanted to go to Braunschweig because near it lives my some friend, but I don't know him very well. But in that place no places for Ukrainian. And we returned to Berlin today. For yes. And you don't know anybody here? Yes, I don't know anybody. Zumindest eine Unterkunft hat sie jetzt. Schon bald wird das Land Berlin sagen, dass es so nicht mehr geht. Aber dazu später mehr. Auf dem Weg zum Auto. Jelenas Tochter hat schon Vertrauen zur Gastgeberin Anne gefasst. Angekommen im neuen Zuhause. Jetzt müssen wir sehen, was wir mit den Kindern machen, weil sie arbeitet ja und möchte ja oder muss ja auch wieder arbeiten nach der Pause. Jelenas Mann musste in der Ukraine bleiben, weil Männer zwischen 18 und 60 Jahren ihr Land nicht verlassen dürfen. Sie und ihre Töchter haben es erst einmal geschafft. Für Jelena muss jetzt irgendwie der Alltag weitergehen. Und ich habe jemanden getroffen, der sich sogar extra eine Woche freigenommen hat, um freiwillig zu helfen. Und das macht er jetzt 24/7. Aber erstmal, wie soll eine faire Verteilung der Geflüchteten eigentlich aussehen? Weil im Moment weiß ja keiner, wie viele Menschen aus der Ukraine eigentlich hier sind und wie viele von ihnen noch kommen werden. Denn sie können gerade visafrei einreisen und müssen sich noch nicht registrieren. Ja, und es gibt so Zahlen, die für Berlin hier im Umlauf sind. Und es wird aber auch geschätzt, dass die eigentlich noch höher sind, als hier steht. Am 28.02. sind 350 Menschen aus der Ukraine angekommen und nicht mal 2 Wochen später waren es schon 10.000. Es fehlt ein Plan, wo die untergebracht werden können. Also wer soll wohin kommen? Offenbar hat die Politik am Anfang völlig unterschätzt, wie viele Menschen aus der Ukraine eigentlich herkommen.
Und es geht jetzt darum, dass Berlin auch hilfreich denen gegenübersteht, die einfach vertrieben werden aus ihrer Heimat und als Vertriebene auch hier in Deutschland in Berlin Schutz suchen. Und darauf sich vorzubereiten, ist jetzt unsere Aufgabe. Wir sind natürlich sehr wachsam und auch vorbereitet auf all das, was da jetzt kommt. Und ich darf mich vor allen Dingen bei den Bundesländern bedanken, die sich gut vorbereiten, und auch bei den Städten und Kommunen, die gestern schon ihre Hilfe angeboten haben, falls die Fluchtbewegungen dann auch Deutschland erreichen werden. Wir haben eine ganz klare Bitte und eine Forderung. Es muss auf europäischer Ebene und dann von der Bundesregierung eine Festlegung geben, dass die unproblematisch und unbürokratisch als Kriegsflüchtlinge eingestuft werden können. Das würde uns als Bundesland erleichtern, unsere Arbeit hier zu machen. Ja, und die Versorgung der Geflüchteten funktioniert nur deshalb so gut, weil es so viele Freiwillige gibt. Ich habe einen von ihnen kennengelernt, den Jonas, und der ist richtig gut organisiert. Jonas will heute ehrenamtlich Wohnungen vermitteln, so viele wie möglich, an Geflüchtete aus der Ukraine. Ich kriege auch die Geschichten aus der Ukraine recht live mit, über Freunde, über gute Freunde. Und das ist natürlich schrecklich. Ja. Der Unternehmensberater hat extra Urlaub genommen. Zum Zuhause rumsitzen und die Nachrichten gucken, passiert halt auch nichts. Ne? Insofern, glaube ich, ist das schon so der richtige Weg, dass man seinen Hintern hochbekommt und da dann hilft, wo man kann. Hier trifft er jetzt Ona. Nach ihrer Flucht konnte die Ukrainerin hier eine Nacht bei einer Familie verbringen. Hi, hier ist Ona. Wir haben telefoniert, ne? Ja. Hi. Jonas will Ona jetzt in eine Wohnung bringen, in der sie für fast einen Monat bleiben kann. Es ist die erste Vermittlung für ihn heute. Zügig soll es gehen, kaum Zeit fürs Kennenlernen. Ona ist mit ihrem 6 Monate alten Sohn geflohen. Wir nehmen uns später noch mehr Zeit für sie. Wie viele solche Vermittlungen hast du schon gemacht? Jetzt von den Wohnungsvermittlungen vielleicht in Summe 12, 15 so. Aber ich halte es nicht genau nach. From where are you from? From Kiew. Directly, okay. Amtliche wie er könnten die Versorgung der Geflüchteten auf Dauer nicht leisten, sagt Jonas. Das ist, das ist noch ein Ameisenhaufen so, ne? Das Ganze müsste schon in professionelle Hände kommen. Die Politik müsse Geld, Unterkünfte und Personal zur Verfügung stellen. Alles klar. Ankunft an Onas neuer vorübergehender Bleibe. Helena übergibt die Wohnung. Sie ist eine Kollegin von uns. Die Wohnung gehört einer Freundin von ihr. Hi. Ona weiß noch nichts über die Wohnung, wie sie ausgestattet ist, ob sie geeignet ist für ihren 6 Monate alten Sohn Miro. Auch Jonas sieht sie jetzt zum ersten Mal. Schönen Hinterhof, ja. Everything we need. Ja. The washing machine. That's great, because it's a lot of clothes for baby. Like, yeah. I mean, not a lot, but it's not a lot. That's why you have to wash them all the time. That was the first question that I asked. Erleichterung bei Ona. Und wie geht's jetzt weiter? I'm gonna figure out about the documents and I wanna go to work. Like, I'm a tattoo artist or like an artist, or I will try to find a job. Erstmal muss sie mit 1000 Euro Ersparten klarkommen. Jonas verabschiedet sich. Später erzählt er uns, dass er an diesem Tag 20 Wohnungen vermitteln konnte. Ona zeigt uns noch etwas. It's just the last photo. No, that's the last photo that you took. Yeah, from my window. You know, they just ruined all our lives. Genau in dem Moment, als Ona das gesagt hat, ist mir erst richtig bewusst geworden, wie viele Schicksale da eigentlich hinterstehen, hinter diesen ganzen Zahlen der Geflüchteten. Auch in den Aussagen der Politik hat sich was getan. Im Moment ist es eine Situation, in der wir sehr viele Menschen zwar in den landeseigenen Notunterkünften haben, aber noch viel mehr gehen in die privaten Unterkünfte durch die Ehrenamtlichen, die hier stehen und privat Angebote machen. Das ist sehr, sehr gut. Aber klar ist auch,
Das wird nicht auf Dauer sein. Es ist jetzt ganz klar, es ist eine nationale Aufgabe und es ist eine Aufgabe, die auch föderale Solidarität erfordert. Und deswegen, Berlin wird das nicht alleine schaffen, aber wir schaffen viel. Eigentlich ist der Bund für die Verteilung von Geflüchteten zuständig. Doch das funktioniert noch nicht einwandfrei. Das Land Berlin fordert, die Bundesregierung müsse ein bundesweites Verteilsystem schaffen. Auch der Städte- und Gemeindebund dringt auf schnelle Hilfe. Er fordert von Bund und Ländern konkrete finanzielle Zusagen für Unterkunft und Versorgung der Geflüchteten. Also ich habe den Jonas ja schon vor ein paar Tagen getroffen und heute, so 5 Tage später, wollte ich wissen, was hat sich geändert in der Organisation, kam jetzt was von offizieller Seite und das werde ich ihn jetzt gleich mal fragen. Nichts, was, sag ich mal, meine ehrenamtlichen Tätigkeiten direkt beeinflusst. Ich weiß nicht, was im Hintergrund passiert ist oder was sich im Hintergrund getan hat oder was besprochen wird. Ich kann sagen, dass die Arbeit genauso in einem größeren Netzwerk verläuft, wie es schon auch am Samstag oder auch am Mittwoch war. Mit dem Unterschied, dass es immer mehr werden. Es wird immer mehr, es wird immer mehr, es wird größer. Und man kämpft immer so ein bisschen gegen Windmühlen. Ne? Ich habe es häufiger gehört, ihr habt euch gefragt, was macht jetzt eigentlich die Politik? Und tatsächlich hat meine Kollegin Nadja gerade im Mittagsmagazin eine Person aus dem Innenministerium dazu interviewt. Okay. Sie sind ja für die Verteilung zuständig, ja, von Geflüchteten. Und das würde ich mir gerne mit dir anschauen, um zu gucken, was du, also ob dir das Hilfe verschafft. Oder? Okay. Genau. Sehr cool, oder? Sie sind Staatssekretärin im Innenministerium und Ihr Ministerium ist ja jetzt gerade gefragt, wenn es um die Verteilung der geflüchteten Menschen geht. In Berlin kommen momentan täglich mehr als 10.000 Menschen an. Wir haben es eben gesehen, die Forderungen nach einer koordinierten Verteilung der Menschen auf die Republik werden lauter. Bis wann wird das denn konkret organisiert sein? Wir haben natürlich jetzt die Züge vor allem hier in Berlin eintreffend. Wir haben aber auch gleich, die Ministerin hat das am Wochenende ad hoc auch organisiert mit ihren Kollegen ab Frankfurt oder schon auch den Zug und dann anschließend die Verteilung mit Bussen. Wir haben auch hier jetzt die Busse zur Verfügung stehen und es geht jetzt darum, nachher auch mit dem Blick, was noch auf uns zukommt und dass wir uns an dem Königsteiner Schlüssel orientieren. Wir sehen in Deutschland ja gerade eine wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Was würden Sie tun, wenn nicht so viele Ehrenamtliche am Bahnhof stehen würden und die Menschen aufnehmen würden? Es ist, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt, wo der Krieg mitten in Europa auch angekommen ist, wo die Europäer auch zusammenhalten, dass wir alle auch in der Gesellschaft zusammenhalten. Das ist bemerkenswert, wie die Menschen sich einbringen. Ich will mich auch ganz herzlich dafür bedanken, für diese große Solidarität, für dieses große Engagement. Und natürlich unterstützen wir auch und so gut wir können und mit allem, was wir haben, mit THW, auch die Hilfsorganisationen und versuchen auch, gerade hier in Berlin natürlich, durch die Verteilung die Berliner zu entlasten. Nun kommen ja viele Ehrenamtliche wahrscheinlich irgendwann auch an ihre Belastungsgrenze. Wir haben es in unserem Beitrag gesehen, da hat ein Helfer extra Urlaub genommen. Müsste der Bund jetzt nicht wirklich sehr schnell agieren? Also ich glaube, wir agieren vom ersten Tag an und sind in einem permanenten Austausch. Und es ist eine besondere, noch nie dagewesene Situation mitten in Europa mit einem Aggressor Putin, der so einen schrecklichen Krieg auch verursacht hat. Und wir gehen hier wirklich koordiniert. Und ich will mich auch nochmal ausdrücklich bedanken bei den vielen Mitarbeitern in den Ministerien, in den Bundesämtern, auch vor Ort und vor allem natürlich bei den Ehrenamtlichen. Alle tun, was sie können. Und wir unterstützen dabei auch, wo wir können. Was würdest du sagen? Du hast ein Danke bekommen. Ja, das ist ja, ist ja gut. Das ist aber nicht, das ist ja nicht notwendig. Also ich bin sicher, dass die auch ihren Job machen, so wie sie es machen sollen, machen müssen. Was natürlich wünschenswert wäre, ist, wenn sich die öffentliche Hand und die privaten Initiative die Hand geben. So, und das auch auf unbürokratische Art und Weise. Ich meine, während wir hier reden, bin ich seit 20 Minuten in der Leine und versuche, jemanden vom Senat ranzukriegen, um Betten zu realisieren oder Betten freigeben zu lassen. Von dem, was die Dame sagt, kann ich sagen, habe ich das noch nicht so gesehen. Und jetzt gerade bei dem Dreh mit Jonas habe ich festgestellt, dass die Helferinnen und Helfer, die da vor Ort waren,
komplett verzweifelt sind. Also die haben die Kamera gesehen, die kamen auf uns zugerannt und meinen, es muss irgendwer was tun. Wir wissen nicht, wohin mit den Leuten. Das war so heftig, ich habe das nicht erwartet. Das ist jetzt ein paar Tage, nachdem wir das erste Mal da hingeguckt haben. Aber ich dachte gerade, jetzt soll da viel mehr gemacht werden. Ja, offensichtlich nicht so richtig. Was macht ihr, um den Geflüchteten oder den Menschen in der Ukraine zu helfen? Spendet ihr Geld oder habt ihr jemanden bei euch zu Hause aufgenommen? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wir begleiten Jelena, Ona und Jonas übrigens auch noch weiter. Und wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal im ARD Mittagsmagazin vorbei. Und wenn ihr mehr von unseren Videos sehen wollt, dann lasst uns gerne ein Abo da.